Kann die Musik bitte mal aufhören? Nach hoch. Oh Gott, das manchmal echt einfach mal hängen bleibt hier, ey. Wenn der jetzt hierher kommt, dann bin ich am Arsch. Ich hoffe. Nein. Nein, 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 nein. Ah, da, zum was zum Verstecken. Boah, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er mich nicht sieht, wenn ich finde, einfach den anderen Schrank öffnet oder einfach wieder geht. Man hört seinen Scheiß. Nee, den Scheiß Kettro. Oh nein. Zwei Schläge und er ist durch. Verpiss dich, geh weg mit seinem fetten Bauch. Boah, ich dachte schon, er kommt auf mich zu, ey. Und jetzt geh wieder raus. Genau, geh wieder. Du Fettsack, geh wieder, ey. Nicht gucken, gehen. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich bin mir nicht sicher, wie genau das oben links ist. Ich muss nach links, ich muss nach links, glaube ich. Ich habe jetzt zwei abgedreht. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn ich übers Wasser laufe. Geht gar nicht, sehr schön. Gott. Nicht solche Geräusche beim Springen, Alter. Ich weiß nicht, so viel immer noch weiter runter, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Situation muss ja irgendwo hinführen. Wer ist irgendwo raus? Zum einem Auto. Ganz vorsichtig umdrehen, ganz vorsichtig. Der ist hoffentlich tot. So wie der liegt, ist der tot. Da geht's nicht weiter. Bleib du mal da oben. Noch drei Batterien und in der dritten Batterie hängt gerade der Saft weg, ey. Scheiße. Geht's wieder nach oben. Der wird mich. Ich wollte es gerade sagen. Da oben ist sicher jemand. Ich laufe jetzt einfach mal. Na hallo. I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died. Oh, Wernicke, so heißt er. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Boah, das sieht zwar nicht ganz normal aus, aber er war halbwegs normal.
Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor einen lebenden Patienten durch? Was ist Project Warrider? Obwohl, naja, ob er jetzt wirklich so halbwegs normal, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich ja nicht, aber naja, er tut mir wenigstens nichts. Das macht ihn gut. Auch wenn er so scheiße aussieht. Rotes Wasser, super. Warum ist es rot? Da haben wir den Grund. Oder ein Grund davon. Da scheint es weiter zu gehen. Dann gehe ich mal nach links, nach rechts. Ach so, Male Ward, Female Ward. Deswegen ist es so rot. Nein. Aber hier geht's eh nicht weiter. Also gut. Ich frag mich, warum die Kamera nur dann Energie abgezogen bekommt, wenn das Ding an ist. Teufel, was ist das denn? Oh, schon die Gedärme, wie lecker! Ja, sieht aus wie ein Gehirn. Ich könnte jetzt wieder ein paar Batterien gebrauchen. So geht nicht auf. So abgestimmt durch das kleine Röhrchen hier. Na toll. Wo geht's jetzt hin? Mal nach links. Oh, da geht's eh nicht weiter. Gut, dann mal nach rechts. Gut, dass ich mir immer die richtigen Wege aussuche. Ich merke gerade, die Videokamera hat sogar HD. Da unten links. Oh, oh. Alter. Alter. Muss der so schreien, ey? Gott. Oh, da ist einer. Ja, hallo. Wie geht's hier? Sieht sehr gut aus. Wiedersehen. Batterien. Ich brauche Batterien. Durch. Oh, na klasse, ey. Ach, muss jetzt. Schwimme ich jetzt oder nicht? Na, sprinten geht auch nicht. Zu tief im Wasser. Kann mich noch ducken? Nee. Ich spring doch gleich irgendwas aus dem Wasser, ey. So viel Zeit muss sein. Komm, benutze deine Hände. Was war das denn? Und wieder zurück ins Wasser. Aus dem Wasser raus.
Puh, ich dachte schon. Ich will nicht ins Wasser. Ich will nicht. Es ist so nass, so feucht und nass, was bei eigentlich dasselbe ist. Scheiße. Oh oh. Ne, wisst ihr was? Das war's für heute. Nee. Das tue ich mir erstmal nicht mehr an, das tue ich mir nächstes Mal wieder an. Und ja, das war's dann für diese Aufnahmesession Outlast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht die Sounddatei verkacke. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.